Ostbevern im Münsterland. Zwei von drei Pizzerien müssen schließen. Die Betreiber fühlen sich verfolgt vom Finanzamt. Bei Mario Göwert tauchen die Betriebsprüfer schon 3 Monate nach der Eröffnung auf. Sie fordern eine Steuer für den angeblichen Eigenverzehr der Mitarbeiter. Dann heißt es halt so, dass man 2 Cola trinkt für ein Gericht oder zu einem Gericht. Und das sind dann halt quasi wieder Gerichte, die man angeblich dann verkauft hat, aber nicht in der Kasse hat. Das heißt, weil die 4 Mitarbeiter jeden Abend Cola getrunken haben, wird ihnen vom Finanzamt unterstellt, dass sie auch jede Menge Pizzas gegessen hätten. Hunderte schätzt das Finanzamt und forderte 2.300 Euro Steuernachzahlung. Verdienen konnte Göwert so nichts mehr und machte dicht. Das zuständige Finanzamt beruft sich auf das Steuergeheimnis. Davon will Göwert das Amt auch nicht befreien, weil er weitere Nachstellungen fürchtet. Drangsaliert von der Steuerbehörde fühlt sich auch die Betreiberin des alten Kaffeehauses im sächsischen Plauen, Heidi Klemm. Ihr wird vorgeworfen, deutlich mehr Gerichte verkauft zu haben, als sie angibt. Es wird einem unterstellt, dass man weniger auf dem Teller hat, als was man tatsächlich drauf gibt. Es ist unverständlich. Wir sollen eine Summe von 40.000 Euro nachbezahlen und für uns wäre das existenzvernichtend. Wir könnten das nicht aufbringen. In Plauen demonstrieren Kleinunternehmer seit Wochen gegen ihr Finanzamt. Das weist alle Vorwürfe zurück. Es ist einfach so, dass von Seiten der Finanzämter hier nur noch Willkür herrscht. Einfach nicht mehr geprüft, sondern nur noch geschätzt wird. Mehr als 1,7 Billionen Euro Staatsverschuldung. Jede Sekunde gut 3.500 Euro mehr. So gerät der Fiskus unter Druck und sucht sich leichte Beute, sagen Kritiker. Die Betriebsprüfungen gerade bei kleinen Unternehmern sind verschärft worden. Man setzt neue Techniken ein, neue Messzahlen, neue Schätzungen. Das führt dazu, dass eben die Betriebsprüfung zu anderen Ergebnissen kommt. Und insofern wird sich danach gestritten. Oftmals sind diese Ergebnisse der Betriebsprüfung aber realitätsfremd. Der Staat macht immer mehr Kasse mit Betriebsprüfungen. 2004 waren es noch 13,3 Milliarden Euro. Dann stiegen die Steuernachzahlungen auf 20,9 Milliarden Euro im vorigen Jahr. So holte sich der Fiskus bei Unternehmen Jahr für Jahr im Schnitt fast 10% mehr, selbst in den Krisenjahren. Das Klima ist deutlich härter geworden. Es wird auf Formalien rumgeritten. Die Formalien sollen dann zu Steuerzuschätzungen führen. Die Betriebsprüfer sind unter einem Ergebnisdruck. Und das können sie am einfachsten bei kleinen und Mittelunternehmen ausleben, weil die in der Regel nicht in dem Maße steuerlich beraten sind, wie das größere Unternehmen sind. Und hier wird einfach versucht, mit Druck Kasse zu machen. Der Druck steigert sich noch durch offizielle Leistungsvergleiche zwischen Finanzämtern. Hier geht es um Zieldimension und Auftragserfüllung. Die Anzahl der Fälle mit Mehrergebnis seien entscheidend für die Karrierechancen von Steuerbeamten, behauptet Dirk Bayer. Er war bis vor 2 Jahren bei der Steuerfahndung Berlin. Heute ist er Fachanwalt für Steuerrecht. Wenn jetzt der Amtsleiter da sich rechtfertigen muss, dass dieses Finanzamt nicht diese Statistik so erfüllt, wie es in der Zielvereinbarung ist, dann wird der den Druck an die Sachgebietsleiter weitergeben und die Sachgebietsleiter werden das dann weitergeben an ihre Betriebsprüfer. Jetzt ist immer die Frage, wie reagiert so ein Betriebsprüfer darauf? Da gibt es dann Leute mit Jagdinstinkt. Und nach einem wegweisenden Urteil des Oberlandesgerichtes Celle ist bei der Jagd nach Steuern die Wahrung des Rechts nicht die vordringlichste Aufgabe. Das kommentierte eine Fachzeitschrift für Steuerrecht so. Zitat: Ein Finanzbeamter, der in Einspruchsverfahren Steuern bewusst falsch festsetzt, begeht keine Rechtsbeugung. Rechtsbeugung wirft auch Dagmar Moritzen dem Finanzamt vor. Sie hatte diesen Reiterhof für 1 Million Euro gekauft und umgebaut. 2 Jahre lang wurde sie als erfolgreiche Züchterin in Schleswig-Holstein gefeiert. Dann kam das Finanzamt und wollte eine Steuerprüfung bei uns durchführen. Und dadurch diese Steuerprüfung sollte ich dann plötzlich 326.000 Euro nachzahlen. Dieses Geld hatte ich nicht sofort zur Verfügung und dadurch bin ich von dem Finanzamt wegen Liebhaberei in die Insolvenz geschickt worden. Liebhaberei, bloß weil sie in den ersten 2 Jahren bei 1,5 Millionen Euro Umsatz nach Schätzung des Finanzamtes zu wenig Gewinn machte. Die Steuern wurden sofort fällig, der Fiskus leitete die Zwangsversteigerung ein.
Alles ist verkauft worden, versteigert worden für 170.000 Euro, obwohl es einen Wert hat von über 1 Million. Dagmar Moritzen hat Klage eingereicht und fordert Schadenersatz. Wir begleiten Sie zu Ihrem Finanzamt. Sie sind hier einfach reingestürmt, haben aus Ihrem Gewerbebetrieb Liebhaberei gemacht und haben Ihnen die Existenz gebracht. Letztendlich muss ich Sie bitten, dass Sie sonst dieses Haus verlassen. Also wir können Ihnen keine Auskünfte geben. Sie brauchen auch nicht irgendwelche Fragen stellen. Wir dürfen dazu nichts sagen. Was soll er dazu auch sagen? Er weiß ja ganz genau, was er gemacht hat und dass er mein ganzes Vermögen um die Ecke gebracht hat und verramscht hat mit dem Insolvenzverwalter zusammen. Und das kann er eigentlich fast gar nicht wieder gut machen. Ich warte jetzt im Moment den Prozess ab beim Finanzgericht und dann muss man halt sehen, wie das weitergeht. Doch wenn sich die Bürger vor Gericht mal durchsetzen, dann werden selbst höchstrichterliche Urteile von den Steuerämtern einfach ignoriert. Möglich ist dies durch sogenannte Nichtanwendungserlasse. Seit 1998 haben Bundes- und Länderfinanzministerien etwa alle 2 Monate Nichtanwendungserlasse verfügt. Dadurch wird den Urteilen des Bundesfinanzhofs die Allgemeingültigkeit aberkannt. Der Bürger ist so gezwungen, in ähnlichen Fällen immer neu klagen zu müssen. Ein Ärgernis für Deutschlands höchste Finanzrichter. Sie beklagen die unfaire Behandlung des Steuerbürgers durch den Fiskus. Das Problem sehe ich darin, dass aus einem Steuerbescheid in der Regel nicht ersichtlich ist, dass das Finanzamt von der höchstrichterlichen Rechtsprechung abgewichen ist. Der Bürger kann nicht erkennen, ob er diesen Bescheid so akzeptieren kann oder ob er doch den Weg zu den Gerichten beschreiten muss. Meines Erachtens wäre es ein Gebot der Fairness, in dem Steuerbescheid darauf hinzuweisen, dass man von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs abgewichen ist. Im Streit mit dem Finanzamt ist man ohne Anwalt chancenlos, meint diese freiberufliche Fernsehmoderatorin. Sie will aus Angst vor weiteren Repressalien ihrer Steuerbehörde anonym bleiben. Plötzlich kam das Finanzamt und meinte, ich hätte tatsächlich doch ein Gewerbe. Und ich wollte das nicht wahrhaben und habe mich dagegen gewehrt. Und zum Schluss musste ich dann doch eine ganz geringe Summe bezahlen als die vom Finanzamt vorhergedacht, aber auch nur durch Engagieren eines Anwalts. Und so blieben von einer angeblichen Steuerschuld von mehr als 3.300 Euro gerade mal 186 Euro übrig. Wie auf dem Basar. Der Betriebsprüfer vertritt einen hohen Anspruch, versucht eine Höhe der Steuerzahlung niederzuschreiben, die an sich nur ganz schwer zu rechtfertigen ist, wenn überhaupt. Kommt man dann hin und diskutiert sie, gibt er Schritt für Schritt nach und hofft so zum Ergebnis zu kommen, was höher ist als das, was er erreichen würde, wenn er von vornherein entsprechend im Verfahrensrecht sauber handeln würde. Was halten Sie von sowas? Ja, ich finde das eine Schweinerei. Die ehemalige Pferdezüchterin Dagmar Moritzen hat alles verloren. Heute lebt sie von Hartz IV in einer Sozialwohnung. Das Verfahren gegen die Steuerbehörde kann noch Jahre dauern.